jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Was hast du gesagt? Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen, aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Freunde der Bond-Tropos. Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja, im 100% Modus sind wir hier und werden noch ein paar Parts hier spielen, um das Projekt zu beenden. Haben wir schon im letzten Part ein bisschen drüber gefaselt, gelabert. So, ich wollte mal wieder ein paar kreative Charaktere einbringen. Hier haben wir Trinto Luaba und Basine Nethal. Das sind wohl irgendwie Außerirdische von irgendwelchen Planeten Naboo oder sowas, die dort irgendwie als Statisten im Hintergrund herumlaufen. Seht schon, der eine kann auch diesen Stab wie Ray benutzen, also ist er uns hoffentlich nützlich. Okay, aber springen kann er nicht, oder? Sie kann springen. Okay, können wir das irgendwie machen? Nehmen wir lieber mal Ray dazu. Wir haben das bisher ganz gut gemacht. Und die kriegt das, glaube ich, besser hin. Naja. Vorausgesetzt, Skill. Ach nee, ich blamier mich hier gleich wieder. So. Streng dich an, Zwergi. Ach Mensch. Junge. Oder Mädchen. So. Sind wir drüben hier. Ist doch nicht von mir aus, wenn es hilft. Nicht nötig. Bei meinem letzten Test habe ich 3 von 20 erwischt. 3 von 20. Ja. Die Dialoge. Von den Stormtroopern. So, das sind hier Außenseiter, also in dem Bereich Außenseiter kann man sie bekommen. Ist ja auch so aufgeteilt in verschiedene Bereiche, die Charaktere. Und die zwei, die ich hier habe, sind als Außenseiter markiert. Tja, solange sie nicht anfangen, YouTube-Videos zu machen, ist alles in Ordnung. So, die Schwarze dort, die hat einen kleinen Dolch, das... Okay, wozu machen wir es? Wir sind hier beide oben. Kannst du loslassen? Okay, dankeschön für diese sinnlose, verschwendete Zeit. Okay, da brauchen wir Leia für. Auch von diesen Außenseitern gibt es hier... etliche Charaktere, da müssen wir jetzt nicht alle sammeln, das sind so teilweise Charaktere, die relativ unbedeutend sind, also mir zumindest nicht bekannt vorkommen, wie die hier, die beiden halt, ich glaube, sie hat man mal irgendwie in Mars Schloss mal gesehen, aber ihn habe ich noch nicht gesehen. Das sind alles solche Leute, die irgendwie mal zum Beispiel in Mars Schloss mal im Hintergrund rumspazieren und nun ja nicht wirklich erklärt werden als Charaktere, also die nicht wirklich eine Hintergrundstory haben, also es gibt jetzt keine, sie haben keine Dialoge und werden nicht wirklich erwähnt, deshalb
eher Nebencharaktere. Was heißt eher Nebencharaktere? Sind direkt Nebencharaktere. Nichts anderes sind sie. So, da mal hoch. Können wir hier hindurch? Scheinbar noch nicht. Scheinbar können wir da nichts durch. Aber da können wir was machen. Mit Leia. Wo ist denn mein zweiter Kumpan hier wieder? Hat mich im letzten Part schon drüber beschwert, dass die anderen immer zurückbleiben. Nein, BB-8, wir brauchen dich gerade nicht. So, Leia da mal drauf schießen. Und was es auch bringt. Ich weiß es nicht. Okay, da können wir weiter, wie es aussieht. Dann gehen wir erstmal woanders lang. Hier haben wir nämlich noch eine Sache freizuschalten. Hier können wir das nämlich an zwei Stellen aufbauen. Und dann baue ich es erstmal hier auf und mal gucke, was passiert. Okay. Ach so, das ist dafür. Ah, macht Sinn. Gut, gut. Dann kann er hier unten auch mal hochkommen. Das ist ganz praktisch. Und dann würde ich mal sagen, schnell weiter. Die Mission ist, in 7 Minuten zu entkommen. Ich denke, da sind wir noch gut in der Zeit mit drin. Also, ich weiß nicht, aber 7 Minuten sind, glaube ich, ganz machbar. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen getrödelt, aber... Und eine andere Mission ist, hinter die Türen zu gucken, hinter die Türen zu spähen. Hier mal wechseln kurz, weil ich brauche sie hier. Zack. So, rot, rot, rot. Haben wir. Sie ist scheinbar böse, sie gehört zur dunklen Seite. Zumindest zur ersten Ordnung. Und da kommt Kylo Ren ohne Maske. Lauft! Er hat wieder ganz schlechte Laune. So. Ich gehe das Ganze hier ein bisschen entspannter an, weil... Ja. Ich weiß eh, dass wir es nicht hinkriegen werden, hier alle Herausforderungen zu schaffen. Eine andere Herausforderung war auch... hinter jede Tür zu gucken. Ich sehe momentan keine Türen. So viel dazu. Und ja, wenn wir es schaffen, ist gut. Und wenn nicht, ist halt peinlich. Als ob dieser 100% Modus nicht schon peinlich genug wäre. Das kann nicht mehr peinlicher werden. Skill ist ja sowieso bei mir nicht vorhanden. In Sachen goldene Steine finden und Minikits freischalten. Also. Keine Angst. So dramatisch kann es nicht werden. So, kommen wir hier nochmal weiter. Wir müssen nur noch mal den freien Spielmodus freischalten. Oh, sie kann auch an der Wand entlang. Also der freie Spielmodus wird so jetzt noch diese Folge und die nächsten zwei, dann wird es noch dauern und dann haben wir, denke ich, drei jetzt mit diesem Part wird es dauern. Dann haben wir den Story-Modus nochmal im freien Spiel abgeschlossen und dann ist das Let's Play vielleicht auch schon beendet. Mal sehen, ob wir die Bonus-Dinger noch hinbekommen. Da wird jemand gekitzelt. Gefoltert meine ich. Und ja. Selbst mit den Bonus-Levels ist es dann noch 2-3 Parts dann noch Bonus-Levels. Wenn ich die hinkriege, dann müssen wir halt hier goldene Steine sammeln und wenn wir genug goldene Steine haben, können wir die Bonus-Level spielen. Aber ja. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ach so, cool.
Muss ich ja warten, bis der andere hier unten runter ist. Ach so, oder hier mal. Okay, so geht's natürlich auch. Muss ich auf der rechten Seite, auf der linken Seite hier aufbauen. Bringt's was? Scheint was zu bringen. Na, geh hoch. Dankeschön. Und öffne das Tor. Also auf jeden Fall wird dieses Let's Play sehr bald beendet sein. Also lange müsst ihr euch nicht mehr quälen. Danke, dass ihr zuschaut. Trotzdem, dass euch mit mir dadurch quält. Ja. Wie schon gesagt im letzten Part, es tut mir leid. Mein Skill ist noch zu gering für ein 100% Let's Play. Vor allem bei Lego Star Wars. Lego-Spiele sollte ich generell mal lieber nicht 100% spielen. Also Pokémon geht mit den legendären Pokémon fangen und so weiter. Das geht, das habe ich schon hinbekommen. Aber so. Ja. Mario könnte passen, ja. Ich weiß, da habe ich auch keinen Skill, aber da bin ich gerade am überlegen. Mario 3D Land. 100%. Ja oder nein? Ich glaube, die Mario 3D Land ist machbar. Das ist also schon in einem machbaren Bereich für mich. Aber das hier habe ich zum Glück bald beendet. So, ein paar Münzchen, ein paar Stats. So, hier mal rüber schwingen. Da braucht man natürlich Layer. Und zack! Da sind wir oben. Wenn wir uns gut dran halten und hier viele Level in diesem Part noch abschließen, dann könnte das hinkommen mit 3 Parts. Wenn ich mich ranhalte und nicht Scheiße baue. Und dann ist das Let's Play hier schon fast vorbei. Einmal sie hier, wo auch immer sie dahin will, was auch immer das bringt. Wir machen alles, was wir sehen. Wir wollen ja annähernd 100%, naja, annähernd wird es nicht, aber wir wollen ja zumindest versuchen, ein paar goldene Steine freizuschalten. Und da sollte man vielleicht mal versuchen, überall hinzulangen. Zum Beispiel hier ran. So, das kann sie dann. Hops. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das wird gefährlich für dich. Auch wenn du böse bist, möchte ich nicht, dass du runterfällst. Das finde ich nicht so toll. Ich glaube, das gehört hier nicht zum freien Spiel. Das haben wir schon im Story-Modus abgefertigt. Denke ja. Kommt mir nämlich bekannt vor. So, hier mal ein bisschen Geld sammeln, denn ich bin wie immer in Lego-Spielen geldgeil und brauche das Geld für die Freischaltung neuer Charaktere und neuer goldener Steine. So. Einmal das hier abschießen. Drohnen. Sind das nicht diese Folterdrohnen? Ja, aber sie helfen, dem zweiten Charakter darüber zu kommen. Nämlich so hier. Zack. Sind wir wieder zu zweit hier. Deshalb sagte ich ja, ist nicht freies Spiel. So, und zack. Basin, ein Etal, ökiger Name. Aber du schaffst es. Oh, way. Wieder ein bisschen Story. Nichts. Sah sehr nach nichts aus. Also, hab ein bisschen rumgetrödelt, ein bisschen Scheiße produziert. Ware, die haben wir geschafft, okay. Das war's. Ja, gut,
Die 7 Minuten, na gut, die sind schon machbar, wo man sich ein bisschen beeilt. Das heißt aber, ich habe jetzt schon mehr als 7 Minuten verschwendet für diesen Level, wenn ich. Also demnach, wenn ich jetzt diesen 7-Minuten-Bonus jetzt hier nicht als goldener Stein erreicht habe. Rechnen wir mal damit, dass ich 8 Minuten gemacht habe. Weiß ich natürlich nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich lang. 8, 9 Minuten für ein Level. Na dann schnell mal ins nächste Level. Drin im Starkiller Basis. Im Starkiller Basis, genau richtig. So, wir müssen Säulen zerstören, 5 Säulen. Und die Alarmdruiden zerstören, bevor sie weitere Sturmtruppler rufen können. Okay, das sind unsere Quests hier. Erstmal hier überleben, das ist natürlich die allererste Quest. So. Und alles aufbauen und Stats einsammeln. Nicht vergessen. So. Ich habe dann mal eben gerade offscreen den 4-mal Steine gekauft. Also 4-mal Multiplikator. Wir haben jetzt 4-mal so viele Stats. Wir sammeln jetzt hier. Oh. Ein extra Teil ist. Na toll, was soll ich hier machen? Stats sammeln oder? Oha! Die besiegen. Habe ich sie jetzt gestört bei ihrem Musikfestival? Mit ihrer Tanzstunde. Ja. Und besiegt. So. Und da kommen wir nicht durch. Okay, er war ein spaßiges Secret. Toll. Gut, dass wir darüber geredet haben. So. Für was anderes brauchen wir es nicht. Okay, haben wir die Zeit verschwendet. So. Einmal ziehen. Alles muss hier ordentlich abgearbeitet werden. Auch solche Secrets. Solche Spaßfaktoren. Zeugs. Dinger. Ich kann mich nicht mehr klar ausdrücken. Aber das ist ja typisch. Ich will ich. Achso, 1 von 4 Säulen. Das sind aber nicht die Säulen, die ich suche. Die Säulen, die ich für die Quest zerstören muss. So, gehen wir mal runter. Von links nach rechts und nicht von oben nach unten abarbeiten. Ich kämpfe hier mit meinem Dolch hier und er mit dem Way-Stab. So, irgendwelche Säulen sollen wir hier fertig machen. Das ist doch eindeutig Harrison Fords Stimme. Das ist Han Solo, und der da im Hintergrund labert. So, aber welche Säulen? Solche Säulen, oder? Da gab es doch Säulen, die so aussahen. Und Alarmroboter habe ich noch keine gesehen. Da ist ein Alarmroboter. Und wird er uns helfen? Können wir den besiegen? Ist das unsere Aufgabe? Ist das unsere Quest? So. Zack, da mal öffnen. Kennen wir von aus dem Hauptspiel. Okay, so geht's auch. Thermaldetonator. Und wollte ich zwar eigentlich nicht so machen, aber. Dann bauen wir da unten auf. So, zack. Und hier mal öffnen. Und jetzt sollen wir den hier zerstören. Ist der denn so ein Alarmroboter? Ne, der sieht eher nach einem. Ja, das ist doch eigentlich ein Alarmroboter, aber egal. Wir sollen ihn jetzt mal lenken. Und der soll nämlich da hinein. Okay. Jetzt haben wir uns in leer verwandelt. Alles klar. Sieht nach einem Bug aus. So, eben hatten wir nur 2 Charaktere, jetzt haben wir 3. Soll mir recht sein. Wo ist eigentlich die
die Frau in Schwarz. So, schwarzen Klamotten. Schwarzen Lederoutfit. So, haben wir. Okay, 2 von 4 Bomben aktiviert. Aber welche Säulen sollen wir machen? Welche Säulen? Da gab es doch irgendwo Säulen. Diese Säulen, ja, diese Säulen. Genau diese waren gesucht. Dann muss hier irgendwo noch was rumstehen. Da ist eine. 2 von 5. Suchen wir den Rest. Haben wir schon das erste abgehakt. Müssen wir nur noch irgendwelche Alarm-Druiden finden. Okay, wie kommen wir hier durch? Das will ich auch noch schaffen. Da ist ein Minikit. Da will ich irgendwie rein. Minikit. Wie komme ich durch in das Minikit? Hier ist noch so eine Säule. Haben wir. Da gibt es irgendwo eine Tür. Eine Geheimtür. Wo wir rein können. Okay. Da können wir mit einem kleinen Charakter rein. Ah. So haben wir das Minikit. Zack. Spitzenklasse. Das sieht doch vielversprechend aus. Als würden wir es diesmal hinbekommen, alles freizuschalten. So. Such noch ein paar Säulen. Da sehe ich noch eine. Den Alarmroboter müssen wir zerstören. Aktuell geht's nicht. So. Wo bist du? Wo bist du, Alarmroboter? Das war eine Quest. Alarmroboter. Alarmroboter. Da hinten. Krieg dich. So, Alarm schlagen. Geschafft. Ach, nur den einen sollten wir. Das ist schön. Haben wir die Quest auch erledigt. Da ist noch ein Minikit. Wie kommen wir daran? Muss auch hier irgendwo einen Durchgang geben. Hier. Vielleicht. Nein. Sieht gerade nicht danach aus. Okay, da können wir was. Ja, das sieht doch gut aus. Minikits. Perfekt, alle Sammelgegenstände gefunden. Das sieht spitzenklasse aus. Sieht genau so aus, wie ich es haben will. So, er hier. Nicht den Kylo Ren abschießen. Obwohl, kannst du gerne machen. Dann tötet er Han Solo nicht. Aber lass ihn erstmal leben. Er ist einer von unseren 3 Charakteren. So, Chewie. Okay, jetzt habe ich ihn gegen Chewie getauscht. Das ist eher schlecht, aber was soll es? Okay. Was wollen wir da oben drin machen? Achso, ein Rädchen brauchen wir. Es muss werden, dass hier ein Rädchen finden. Kylo Ren, hast du ein Rädchen für uns? Hier. Da war noch eine Säule hier. 4 von 5. Säule 5 von 5 ist hier. Zack. Auf Kosten der Pfosten. Haben wir geschafft. So, da ist das Rädchen. Perfekto. Sieht doch spitzenklasse aus. Sieht so aus, als hätten wir es freigeschaltet. Das freut mich doch mal. So, es gibt natürlich auch noch Mini-Side-Quests, die man machen könnte. Das wäre auch noch eine Sache, aber ist kein Muss. Also jetzt fürs 100% wäre es natürlich gut, aber die will das Let's Play ja hier langsam mal beenden, die Let's Play-Reihe. Deshalb werde ich nicht auch noch mal durch die Welten stürmen und uns da noch mal die 100% versuchen. So, 3 von 4. Fehlt irgendwo noch ein viertes. Das ist, denke ich, da oben. Holen wir uns mal das. So, hier müssen wir noch ein paar Sturmtruppler besiegen. Attacke. Diese 3 von 4 Dinger, die gehörten mit zur Hauptquest. Das war mit im Hauptstory-Modus. Hier können wir nicht durch. Das wäre doch gelacht, wenn wir da nicht durchkämen.
Zack, hier einmal besiegt. Zack. Natürlich die Knöpfe besiegt. Nicht etwa gedrückt. So, ich mache hier auch noch alle. Zack, zack, zack. So, die Treffsicherheit von Stormtrupplern ist etwas gering. Ich will mich ja nicht beschweren, das ist schon. Ist ja schön, dass sie sich nicht so gut verteidigen können. Können wir so schnell besiegen. So, zack, Han Solo hier mal rüber. Han Solo noch in jungen Jahren. Ein einsamer Sturmtruppler. Okay. Was machst du da so einsam? Sterben wahrscheinlich. Wie es aussieht. Okay, hier alles das mal einsammeln. So, naja, alle müssen wir jetzt nicht einsammeln, aber... So, ich muss da mal einen Thermaldetonator drauf werfen. So, zack, hau ab, Han Solo. So, er hat es überlebt, denke ich. So, nee, er ist mit abgehauen. So, 4 von 4 haben wir es geschafft. Mal sehen, was wir erreicht haben. So, jetzt nochmal die Story hier, die wunderschöne Story, der Tod von Han Solo. Den müssen wir uns nochmal angucken. Der ist so, so episch, so traurig. Dein Sohn ist tot. Snoke nutzt dich aus wegen deiner Macht. Wenn er hat, was er will, vernichtet er dich. Komm heim. Wir vermissen dich. Man sieht es ja gar nicht richtig. Den Film hat man es richtig schön gesehen. Han Solo. Tot. Haben wir freigeschaltet. Hoffentlich alles. Einen roten Stein gab es nicht. Das ist gut, weil sonst hätte ich ihn übersehen. So, alle Sammelgegenstände finden. Perfekt. Alarm schlagen. Gefunden. Und auf Kosten der Pfosten. 5 von 5. Minikids haben auch 2. Perfekto. Fehlen nur noch die Charaktere. Na, Way, Sicherungskasten. FN 2112. Haben wir Sturmtruppler. Perfekt. Das ist doch ein gutes Bild. Das ist ein Bild, mit dem ich den Part beenden kann. Das kann sich sehen lassen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Haut drinne.